Hallo und herzlich willkommen zu den Diaries von Jacqueline, also mir, hi. Wie man ein erfolgreiche Influencer wird. Hallo, ich drehe jetzt ein YouTube-Video. Oh mein Gott, ihr müsst euch das angucken. Muss ich diese Regenbögen an? Wow. Ja, auf jeden Fall. Ich drehe jetzt ein Video darüber, wie man auf Instagram... Nice. Es ist so früh, wie man auf Instagram nice Follower und Klicks bekommen kann. Aber bevor ich überhaupt dran denke, auf Instagram zu gehen, Instagram, Instakilo, habe ich nicht. Oh mein Gott. Ihr habt den Witz noch nie gehört. Ich schwöre, ihr habt den noch nie gehört. Oh mein Gott, ich bin ein Genie. Ich habe einen Scrabble-Becher, also. Don't fuck with me. Erstmal muss ich mich fuckable machen, weil wenn ich nicht fuckable bin, dann was will ich überhaupt auf Insta denken? Das ist mein Untergang auf Instagram. Sie gucken mal, wie ich aussehe. Ich trage eine Sternchenhose, Leute. Und man sieht meine Titten nicht. Das ist ein ganz großes Problem als Mädchen auf Instagram. Also muss ich mich jetzt erstmal irgendwie fuckable machen. Viel Spaß. Ich würde vorschlagen, als erstes fixen wir mal meine Haare. Weil, wisst ihr, wie ich aussehe? Ich sehe aus wie der von Jimmy Neutron. Ich blende kurz ein Foto ein. So sehe ich einfach aus. Jetzt sehe ich, glaube ich, besser aus. Oder? Hat jemand einen Wandpinsel? Nein? Schade. Das war viel Arbeit, aber wir sind fertig. Also ich bin Jacqueline und ich mache jetzt Slow-Mo-Videos. Für Instagram, sehr mal leise, du Hund. Mir sehr viel Mühe dabei gegeben, also könnt ihr es gerne liken. Und ja, guck bitte nicht auf meinen Arsch, weil ich mag das nicht. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Just call. Also zuerst ist das Wichtigste, ihr müsst halt immer machen, was die Trends so machen. Walla Bila, wer redet da im Hintergrund? Seid mal leise. Einmal Fresse halten, bitte. Guck mal, voll frech, ja, reden die einfach. Ich drehe ein Video, ich werde berühmt. Müsst ihr einfach so gut machen und ich zeige euch einfach, was ihr alles machen könnt, so damit ihr halt, ja, Fame werdet. Ich sag euch was, aber ihr dürft es gar keinem sagen, ja. Also... Ihr müsst immer sagen, am besten so, ihr liebt eure Fans, auch wenn ihr nur 3 Fans habt, ist egal. Sagt ihr immer, wie sehr ihr sie liebt. Solange ihr sagt, dass es nur um die Fans geht und dass ihr alles für die macht, dann glaubt euch das jeder, ich schwöre. Das dürft ihr nicht weiter sagen, weil wenn dann zu viele diese wissen, dann ist man nicht mehr so gläubig, wisst ihr? Dann ist man nicht mehr so gläubig in die... Influencer, ja. Dann verdienen wir nicht mehr so viel Geld, wisst ihr? Ja. Weil ich kann nicht mehr reden, ja, ich rede den ganzen Tag schon. Also, ich zeige euch jetzt einfach, was ihr erst machen müsst und wenn euch das hilft und ihr dann berühmt werdet und so, also gebt mir einfach einen Daumen nach oben so, dann kann ich mehr Videos drehen und dann, naja, dann, wie müsst eure Make-up-Videos drehen. Und wenn ihr kein Make-up machen könnt, dann sagt, tut einfach so. Ihr könnt Make-up machen, ich schwöre, ihr könnt. Guckt euch an, wie ich das immer mache. Und ja.
meiner Tutorial. Und ihr müsst halt so Clickbait machen. Obwohl im Video passiert eigentlich ein Scheiß. Also müssen wir so tun, als wäre es so voll krass und so, damit alle raufklicken und so sind, lack, was passiert da? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss irgendwas, was nicht zu krass ist. Ich sag euch, das bringt Klicks. Aber ich wollte nicht zu krass machen, ja. Ein bisschen chillig heute. Nicht, dass sie denken, ich bin Psycho am Ende, ja. Was macht man eigentlich damit? Für Locken? Oder drückt man? Prank. Also, die meisten Leute sind ja nicht so reich. Also, die meisten Leute sind halt so durchschnittlich so monatlich für 40 Euro. Deswegen müsst ihr auf Instagram viel flexen. Also so einfach nur flex, flex, skirt. Ne? Aber ihr dürft nicht zu hart flexen. Weil wenn ihr zu hart flext, dann glaube ich, sagen die dann so, ja, voll abgehoben. Und chill mal dein Leben, geh mal auf den Boden wieder. Wisst ihr? Und das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt ja, dass die euch mögen. So wie mich. Ah, Oberschenkel brennen. Egal, ich mache Transplantation für 400 Euro, dann tut nicht mehr weh. Noch mehr Business. Bizeps-Training. Aber ihr dürft nicht zu hart flexen. Ich habe meine Haare neu gestylt, weil diese davor haben mich voll abgefuckt. Okay, guck doch nicht so, ich weiß, sie aus wie scheiße. Sag mir, ich sehe gut aus. Ich weiß, ich sehe immer gut aus. Okay, also, ich habe noch einen Tipp für euch. Und zwar, Instagram steht voll auf Sex und so. Die wollen nicht, dass ihr auf Instagram Sex habt. Die wollen nur wissen, dass ihr wahrscheinlich Sex habt. Hinter die Kulissen. Versteht ihr? Also ihr postet einfach viele Bilder, wo ihr knutscht mit eurem Partner. Müssen mögen die. Follower, Likes. Guck mal, alle wollen Liebe sehen. Weißt du, die meisten Leute haben halt keine Liebe. Deswegen wollen sie auf Insta Liebe sehen. Traurig, war ich. Weiß, ich bin auch traurig. Aber seht ihr, deswegen bin ich ja da und ich habe keinen Freund. Ich habe keine Liebe. Ist es aber egal, weil ich habe hier den ultimative Tipp für euch. Ihr tut einfach so. Versteht ihr? Auch wenn ihr niemanden habt, macht einfach so, als hättet ihr einen. Und ich zeige euch auch, wie. Ich habe nämlich ein paar Fotos gemacht, auf denen man nicht erkennt, dass ich keine Liebe habe. So. Ich schreibe so drunter, Baby, 4 Monate, ich hab dich so lieb. Wir bangen nach diesem Foto. Und dann seid ihr alle so, OMG, sie hat einen Freund. Krass. Ja, wisst ihr diese? Okay, nervt mich jetzt nicht mehr, reicht mir. Ich kann euch nicht so viele Tipps geben, weil am Ende, Lucky, ihr werdet noch berühmter als ich, ja. Und das habe ich keine Lust. Am Ende kriegt ihr so viel Fame von meinen ganzen Tipps und so. Und Lucky, dann seid ihr so berühmt wie Shakira. Oder was weiß ich was, ja. Also reicht mit den Tipps. Ihr geht mir eh schon die ganze Zeit auf den Sack. Falls ihr noch mehr Tipps braucht, weil ihr von denen nicht Fame werdet, dann lasst einfach ein Foto nach oben da. So sieht die aus, aber in blau. Und ich schwöre, fickt die Leben von dem Backen, ja? Gebt ihm alles. Drückt so oft drauf, wie ihr könnt. Und lasst 400.000 Kommentare da, sonst kriegt ihr Ärger mit mir. Ich komme dann zu euch nach Hause und die wartet ab. Niemand wird fame. Wisst ihr, was dann passiert? Wartet ab, Bitches. Und wer einen Daumen nach unten gibt, der kriegt richtig Stress. Ich trage Adidas, also passt auf, was ihr sagt. Okay, Babes, ich liebe meine Fans so sehr. Ich würde alles für euch tun. Und ich bin sehr dankbar für jeden, der mich unterstützt. Ihr seid mein Herz. Und ich würde euch nie anlügen. Und habe euch ganz doll lieb einfach. Und
schickt mir Geld, wenn ihr zu viel habt. Und ja. Bis dann, Habibis. Schaltet das nächste Mal ein beim Video. Ich bin Jacqueline. Aber mein Kanal heißt Kyla Shikes. Warum weiß ich nicht. Ich bin einfach dumm wie Kacke. Spaß, ich bin überintelligent, das merkt ihr. Und Glocke diese ein für mehr Videos. Habibis! Oder was weiß ich? Oder was weiß ich? Was weiß ich? Oder was weiß ich, wer? Wow. Das ist ein schwerer Satz. Also, ich finde es... Marit, mein...